Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Mass Effect 3, der Codex. Wir begeben uns gleich wieder ins Logbuch und haben ja diesmal das Thema Alien-Nichtratsvölker als zweiten Part. Und da begeben wir uns doch gleich mal rein und schauen, was uns die allerersten Aliens denn so über sich erzählen. Als die Menschen ab 2160 ihre aggressive Expansionspolitik auf den skyllianischen Randsektor ausdehnten, erregten sie den Zorn der Batarianer, die bereits seit Jahrzehnten dieses System erkundet hatten. 2171 stellten die Batarianer einen Antrag im Citadel-Rat, den Randsektor als batarianisches Hoheitsgebiet anzuerkennen. Der Rat lehnte ab und erklärte diesen Teil der Galaxie zu einer unbewohnten Welt, die für die menschliche Kolonisierung freigegeben sei. Aus Protest schlossen die Batarianer ihre Citadel-Botschaft, erklärten die Ratsfriedensabkommen für ungültig und wurden damit zu einem Schurkenstaat. Sie zettelten einen Stellvertreterkrieg im Randsektor an, indem sie kriminelle Organisationen mit Waffen und Geld unterstützten und sie aufforderten, die Kolonien der Menschen anzugreifen. Die Feindseligkeiten erreichten ihren traurigen Höhepunkt 2176 mit dem skyllianischen Angriff. Als von den Batarianern unterstützte Piraten und Sklavenhändler Elysium angriffen, die Hauptstadt der Menschen. 2178 führte die Allianz einen verheerenden Gegenschlag gegen den Mond Torfan durch. Ein seit langem genutztes Versteck der von den Batarianern finanzierten Kriminellen. Danach zogen sich die Batarianer in ihr eigenes System zurück und tauchen seither nur noch selten im Citadel-Sektor auf. Ja, Batarianer. Ein ziemlich missverstandenes Volk, würde ich sagen. Sind, dadurch, dass sie vom Citadel-Rat abgelehnt wurden, kriminelle Piraten und Sklavenhändler geworden und schieben scheinbar einen totalen Hass auf die Menschen aus eigentlich auch sinnvollen Gründen. Und außerdem würde ich mich wirklich mal interessieren, wie denn diese Batarianer sehen mit ihren vier Augen. Muss ja total der krasse Scope-Blick sein oder so. Ich habe ja keine Ahnung, wie man mit vier Augen sieht. Jedenfalls, das ist mir eigentlich eine relativ unsympathische Rasse, weil ich auch nicht so wirklich Sympathie gegen so Kopfgeldjäger und so Sklavenhändler-Typen und sowas habe. Das mag ich nicht, sowas. Also so eine Thematik zu so einem, vor allem so ein ganzes Volk, was dann so drauf ist, ich weiß nicht. Nicht so mein Fall. Und ich habe auch, glaube ich, noch nicht so wirklich sympathische Batarianer in Mass Effect angetroffen. Aber was wir für ein sympathisches Volk angetroffen haben, ist das nächste, nämlich die Drell. Da gab es nämlich sogar ein Crewmitglied in Mass Effect 2. Und da schauen wir doch mal, was diesen armen Wesen denn zugestoßen ist. Vor 200 Jahren halfen die Hana 375.000 Mitgliedern der Drell-Spezies nach Kaji zu emigrieren, der Heimatwelt der Hana, um der umweltbedingten Auslöschung zu entgehen, der die übrigen 11 Milliarden Drell zum Opfer gefallen waren. Fast alle Drell sind gegenüber ihren für ihre Zurückgezogenheit berühmten Rettern bedingungslos loyal. Die Enge dieser Beziehung, ausformuliert in einem offiziellen soziopolitischen Bündnis, das der Pakt genannt wird, führt auch zu überaus vertrauten persönlichen Bindungen, bei denen einige Drell sogar Seelennamen von Hana erfahren. Die meisten Drell leben zwar auf Kaji, aber einige unterstützen ihre Retter auch woanders als Abgesandte, Forscher, Co-Investoren, Reisende, Attentäter oder in anderen Funktionen. Seit einem Jahrhundert hält sich galaxieweit die Meinung, dass hinter jedem hochrangigen Hana ein unermüdlicher und fanatisch ergebener Drell steht. Die allesfressenden, reptilienartigen Drell haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 85 galaktischen Standardjahren. Da sie sich auf einem sehr trockenen Planeten entwickelt haben,
sind einige Krankheiten auf der Heimatwelt der Hanar für sie überaus gefährlich. Allen voran das Kepral-Syndrom, eine tödliche bakterielle Lungenkrankheit. Ja. Die Drell, eine Rasse, der es ziemlich beschissen erging, haben Freundinnen in den Hanar gefunden. Die kommen dann auch gleich noch in dieser Liste hier vor. Das sind übrigens diese komischen Schleimwesen, die immer in der dritten Person von sich sprechen. Und das kann ich jetzt eigentlich schon vorwegnehmen. Das wird, glaube ich, in den Hanar-Beitrag auch nochmal erzählt. Aber weil es hier ja diesen Part gab, der über die Treue der Drell zu den Hanar sprach und die Drell sogar Seelennamen von Hanars erfahren. Das ist ja so, die Hanar, die haben immer zwei Namen. Einen Namen, den sie allen erzählen, und den Seelennamen, ihren echten Namen, der nur engsten Vertrauten und Familienmitgliedern erzählt wird. Und die Drell haben da einen Status in deren Gesellschaft erlangt, dass diese Hanar sie als so vertrauenswürdig anerkannt haben, dass sie ihnen ihre Seelennamen verraten haben. Was eine Riesenehre von diesem Volk ist. Und ich selber finde die Drell auch total sympathisch und eigentlich tun die mir eigentlich voll leid und so. Und ja, im Grunde war es das auch schon zu meinem Beitrag dazu. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr von den Drell haltet. Jetzt kommen die Elkor. Und die sind total lustig und ich finde, es ist zwar immer wieder ziemlich anstrengend, mit einem Elkor zu reden, aber warum das so ist, erzählt euch der nächste Beitrag. Die Elkor sind eine Citadel-Spezies und stammen von Dekuna, einer Welt mit extrem hoher Schwerkraft. Sie sind massige Gestalten, die aus Stabilitätsgründen auf vier muskulösen Beinen stehen. Als evolutionäre Reaktion auf eine Umgebung, wo jeder Sturz tödlich sein kann, bewegen sich Elkor sehr langsam. Das hat auch ihr Verhalten und ihr Denken beeinflusst. Sie sind sehr bedächtig und zurückhaltend. Die Sprache der Elkor klingt schwerfällig und monoton. Elkor können über für Menschen nicht wahrnehmbare Gerüche, geringste Bewegungen und Infraschall kommunizieren. Gegen ihre somit für andere Spezies kaum zu registrierende emotionale Kommunikation ist ein menschliches Lächeln ein gewaltiger Gefühlsausbruch. Da es deshalb zu Missverständnissen mit anderen Spezies kommen kann, erwähnen es die Elkor extra, wenn eine Aussage sarkastisch, amüsiert oder ärgerlich klingen soll. Durch die extrem hohe Schwerkraft von Dekuna gibt es dort keine Berge. Der Großteil des Planeten besteht aus flachen Ebenen, über die die Vorfahren der heutigen Elkor in kleinen Familien gestreift sind. Auch die heutigen Elkor ziehen es vor, unter freiem Himmel zu leben. Auf langen Reisen in Raumschiffen fühlen sie sich oft eingesperrt. Jo, habe ich im Grunde schon vorweggenommen, was mit denen so los ist. Und das war, denke ich mal, alles relativ selbsterklärend. Ich finde die Rasse immer etwas unauffällig für das Mass Effect-Universum. Man kann, glaube ich, hier und da mal mit einigen Elkor in der Citadel reden und ab und zu kriegt man mal ein paar Gespräche mit einem, auch mal ein paar längere Gespräche und ja, ich weiß auch nicht. So mega den Mittelpunkt haben sie in der Story nicht. Es gab mal in einem oder zwei Romanen einen Elkor, der eine relativ wichtige Rolle gespielt hat, wo oft Dialoge hatte. Der war auch ganz okay. Aber wie gesagt, eigentlich eher unauffällig und einsam sind diese Elkor. So, nun aber jetzt zu einer dafür etwas viel bekannteren Rasse, die ja sogar in Mass Effect 1 und auch eigentlich 2 und 3 immer wieder regelmäßig Gegner sind, aber auch gewisserweise eine freundliche Spezies, denn wir hatten ja in Mass Effect 2 ein Crewmitglied, der Geth, und der war ja eigentlich ziemlich cool. Aber was denn die Geth genau sind,
erzählt euch jetzt der nächste Eintrag. Die Geth sind eine humanoide Spezies von vernetzten KIs. Vor 300 Jahren wurden sie als Arbeits- und Kriegsmaschinen von den Quarianern erschaffen. Als die Geth beginnende Zeichen einer Selbstentwicklung zeigten, entschlossen sich die Quarianer zu ihrer Auslöschung. Aber die Geth gewannen den nachfolgenden Krieg. Dieser Vorfall führte zur legalen, systematischen Unterdrückung aller künstlichen Intelligenzen in der galaktischen Gesellschaft. Alle Geth sind ein Teil eines einzigartigen Intelligenznetzwerks. Jede Einheit verfügt, für sich betrachtet, nur über rudimentäre animalische Instinkte. Wenn sie aber in größerer Anzahl und in unmittelbarer Nähe zueinander agieren, steigt die intellektuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Einheiten. In Gruppen können sie dann wie organische Lebewesen Entscheidungen treffen, Situationen analysieren und Taktiken entwerfen. Die Geth bevölkern den hintersten Abschnitt des Perseus-Arms, jenseits der gesetzlosen Terminus-Systeme. Zwischen ihrem Gebiet und dem Terminus-Systemen liegt der Perseus-Nebel, eine undurchsichtige, dunkle Wolke aus Gas und Staub. Jo. Das typische Beispiel einer zu intelligenten KI, die sich verselbstständigt hat und nun frei agiert und untereinander kommunizieren kann. Es ist eigentlich überhaupt nicht so wie die Borg aus Star Trek, aber so ein kleines bisschen doch, was diese Vernetzung der Spezies mit den anderen Individuen der gleichen Spezies zu tun hat. Und ja, ich finde die Geth eigentlich ganz cool und interessant. Gerade auch, was ja die Story zwischen den Quarianern und den Geth war, finde ich eigentlich ganz cool. Kann man sich auf jeden Fall mal antun. Und jetzt kommt die Spezies, von der ich gerade schon bei den Drell erzählt habe, nämlich die Hanar. Und ein bisschen mehr ins Detail geht der nächste Beitrag. Auch die Hanar sind eine Citadel-Spezies und zudem für ihre ausgeprägte Höflichkeit bekannt. Sie pflegen eine penibel präzise Sprachführung und empfinden unangemessene Formulierungen als Beleidigung. Bevor Hanar mit Vertretern anderer Spezies Kontakt aufnehmen, unterziehen sie sich einer speziellen Schulung, damit sie es verlernen, für sie unangemessene Sprache als Beleidigung zu empfinden. Alle Hanar haben zwei Namen. Mit ihrem Kontaktnamen stellen sie sich Unbekannten vor. Der Gebrauch des Seelennamens ist engen Freunden und Verwandten vorbehalten. Hanar sprechen von sich selbst niemals in der ersten Person, wenn sie sich mit jemandem unterhalten, der sie nur mit dem Kontaktnamen kennt. Das erachten sie als abzulehnende Geltungssucht. Stattdessen sprechen sie von sich selbst als diese Person oder einfach dieser. Ihre Heimatwelt, Kaji, ist zu 90% von Ozeanen bedeckt und umläuft einen energiespendenden weißen Zwergstern. Dadurch hängt stets eine Wolkendecke über dem Planeten. Wegen der proteanischen Ruinen auf Kaji verehren viele Hanar die Proteaner. Sie glauben, dass diese uralte Spezies ihnen die Sprache geschenkt und damit den Grundstein für ihre Zivilisation gelegt hat. Jo, die Hanar. Eigentlich ziemlich merkwürdiges Völkchen. Aber ich denke mal, deren Leben untereinander wirkt relativ harmonievoll. Und Hanar sind ja oft in Mass Effect als Händler aufgetaucht. In Mass Effect 1 gab es ja auf Noveria einen, der dann auch irgendwas von dir will, dass du es schmuggelst, und dann kannst du ihn ja auch verpfeifen oder du kannst den Schmuggel durchziehen und dem Söldner Waffen liefern oder was das irgendwie war. Und ich glaube, auf der Citadel gibt es auch einen, der verkauft allerlei Kram. Und ja, Anna, im Grunde finde ich die ganz cool und interessant designt. War eine coole Idee von den Machern von Mass Effect.
Und jetzt kommen die Keeper, eine relativ mysteriöse Spezies. Das sind diese kleinen vierbeinigen Teile, die auf der Citadel rumlaufen und immer rumscannen und auf den Konsolen rumhämmern. Und was die denn auf der Citadel genau zu suchen haben, erzählt der nächste Beitrag. Als die Asari die Citadel entdeckten, trafen sie auf die Keeper, eine fügsame und vielgliedrige Insektenspezies, deren einzige Bestimmung die Wartung und Reparatur der großen proteanischen Station zu sein scheint. Erste Versuche, mit den Keepern zu kommunizieren oder sie zu untersuchen, schlugen fehl. Heute gilt es als illegal, mit ihnen in Kontakt zu treten oder sie bei ihren Aktivitäten zu stören. Weil sie definitiv keine Gefahr darstellen, werden die Keeper von den anderen Spezies fast gar nicht mehr wahrgenommen. Die Keeper ihrerseits scheinen auch kein Interesse an anderen Lebewesen zu haben. Nur gelegentlich helfen sie Neuankömmlingen auf der Citadel, sich zu integrieren. Keeper können durch Überalterung, Gewalt oder Unfälle sterben. Aber ihre Anzahl bleibt immer konstant. Wie sich Keeper vermehren, wurde noch nicht entdeckt. Aber es gibt die Theorie, dass sie genetische Konstrukte sind. Biologische Androiden, die irgendwo tief im unerreichbaren Citadel-Kern erschaffen werden. Ja, eigentlich die geilste Idee von Wartungsarbeitern. Eine Station, die erschafft regelmäßig Wartungsarbeitwesen, die Arbeit verrichten, damit die Station intakt bleibt. Und wenn einer abkratzt, dann einfach ein neuer nach und es sind immer gleich viele. Ist doch eigentlich total geil. Ich meine, die Dinger sehen zwar irgendwie merkwürdig aus, aber wie gesagt, wenn man auf der Citadel rumrennt, man beachtet die wirklich nicht. Die laufen da halt rum, machen ihr Zeug und du läufst an denen vorbei und bist weg. Fertig. Sie sind total unscheinbar. Und lediglich in Mass Effect 1, wo man ja extra diese Quest kriegt, diese Keeper zu scannen, was man ja dann tun kann oder auch nicht, später kommt ja dann auch raus, was da genau Sache war und dass das alles gar nicht so koscher war, dass man das machen sollte und man eigentlich ausgenutzt wurde und so weiter. Ja, ansonsten sind die ja wirklich relativ belanglos und sind halt einfach ein Teil der Citadel. Fertig. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Rasse, nämlich den Kroganern. Und ich mag die Kroganer wirklich super gern. Ich finde, die kroganischen Crewmitglieder in jedem Mass Effect-Teil, auch den Kroganer aus Andromeda, finde ich unglaublich cool und nice. Ich weiß nicht, ist es nicht meine Lieblingsrasse von Mass Effect, aber ich kann die irgendwie. Ich mag die Kroganer irgendwie. Und die tun mir auch mega viel leid, denn die leiden ja an einer von den Salarianern erzeugten Seuche, die deren Geburtenrate reduziert. Aber das erklärt euch der nächste Beitrag etwas ausführlicher. Die Kroganer entwickelten sich in einer lebensfeindlichen Umgebung. Vor der Erfindung von Schusswaffen war die häufigste Todesursache bei Kroganern, von Raubtieren gerissen zu werden. Danach waren es Schusswunden. Als die Salarianer sie entdeckten, führten die Kroganer gerade einen Überlebenskampf in einem selbstverschuldeten nuklearen Winter. Die Salarianer leisteten den Kroganern kulturelle Unterstützung und lehrten sie Herstellung und Umgang mit moderner Technologie, um sie als Soldaten in den Rachni-Kriegen einzusetzen. Außerhalb der feindlichen Lebensbedingungen ihrer Heimatwelt wuchs die Population der Kroganer unerwartet schnell. Sie besiedelten die Nachbarwelten, ungeachtet der Tatsache, dass diese Welten bereits bewohnt waren. Die kroganischen Rebellionen dauerten fast ein Jahrhundert und endeten erst, als die Turianer eine von den Salarianern entwickelte Biowaffe zum Einsatz brachten und damit jeden kroganischen Widerstand brachen. Die sogenannte Genophage bewirkte, dass nur einer von 1000 kroganischen Säuglingen überlebensfähig war. Heute ist die Spezies deshalb vom Aussterben bedroht. Kroganer sind seitdem allen anderen Spezies gegenüber sehr misstrauisch. Insbesondere natürlich gegenüber den Turianern. Ah genau, ich korrigiere mich. Es war ja so, dass die Salarianer nur die Waffe hergestellt haben,
benutzt haben die Genophage aber letztendlich die Turianer, um die Population der Kroganer einzuschränken. Genau, so ist es ja gewesen. Deswegen hat ja auch Rex im Mass Effect 1 total den Hass auf Turianer und kommt ja am Anfang auch gar nicht mit Garrus klar. Aber dann, weil man ja der Mega-Commander Shepard ist, kann man es schaffen, seine Crewmitglieder im Zaum zu halten, dass sie sich alle lieb haben. Und das hat ja dann mit Rex und Garrus auch ganz gut geklappt letztendlich. So, nun die Quarianer. Da gibt es ja auch einen unglaublich interessanten Charakter in der Crew von Shepard, und zwar Tali, die ja dann Tali Sora Naraya hieß im ersten Teil und dann im zweiten Tali Sora was Normandy. Und ja, die Quarianer sind eigentlich ein ziemlich nettes Volk. Die haben so eine nomadige Ader, schicken praktisch ihre Teenager auf eine Pilgerreise und da müssen sie dann praktisch mit irgendwas ziemlich Sinnvollem oder Coolem zurückkommen und dann anerkannt zu werden als erwachsener Quarianer. Zumindest habe ich das so verstanden, aber das erklärt euch dieser Beitrag sicherlich etwas besser. Nachdem sie vor fast 300 Jahren von den Geth aus ihrem Heimatsystem vertrieben wurden, leben die meisten Quarianer heute an Bord der Migrantenflotte mit etwa 50.000 Schiffen in allen Größen, von Passagiershuttles bis zu mobilen Raumstationen. Auf diesen Schiffen leben insgesamt rund 17 Millionen Quarianer, die mit äußerst beschränkten Ressourcen zurechtkommen müssen. Deshalb begeben sich alle Quarianer in einem bestimmten Alter auf eine sogenannte Pilgerreise. Sie verlassen die Flotte und kehren erst zurück, wenn sie etwas Wertvolles gefunden haben, das sie zur Flotte zurückbringen können. Wegen der Erschaffung der Geth und den negativen Auswirkungen ihrer Flotte beim Durchfliegen eines Systems genießen die Quarianer zumeist wenig Respekt unter den anderen Spezies. Das führte zu zahlreichen Mythen und Gerüchten über die Quarianer. Dazu zählt auch die Behauptung, dass sie unter ihrer Kleidung und den Atemmasken kybernetisch sind. Eine Mischung aus organischen und synthetischen Komponenten. Jo. Also eigentlich habe ich das ja relativ erklärt. Sie sind, wie gesagt, ja mit dieser Flotte auf Reisen, weil sie von ihrem Heimatplaneten, von ihrer selbst erschaffenen KI vertrieben wurden, was ziemlich bitter ist. Und ja, das war ja auch der Grund, warum Tali am Anfang zu Shepard in Mass Effect 1 zur Crew stieß, denn sie war auf ihrer Pilgerreise und war auf der Suche nach etwas Wertvollem für ihr Volk. Da kam natürlich dann der freundliche Geth Companion dann in Mass Effect 2 ziemlich gelegen, was ja dann Tali auch so fasziniert hat. Nun kommt die Volus. Das ist ein Volk, das habe ich eigentlich, die sehe ich eigentlich immer nur auf der Citadel und die sind ja irgendwie auch so total komisch und unscheinbar. Ich weiß auch nicht, wo ich die hinstecken soll. Jedenfalls gibt's ein paar Volus, wo du Quests hast mit denen und die dann doch ein kleines bisschen im Fokus sind im Laufe des Spiels. Aber wer sich nichts darunter vorstellen kann, das sind diese kleinen, fetten Viecher mit diesen Gasmaskenköpfen. Aber ihr seht's ja gleich auf dem Bild. Die Volus sind Mitglieder der Citadel, pflegen darüber hinaus aber auch intensive Beziehungen zu den Turianern. Schon vor Jahrhunderten ließen sie sich freiwillig in die Hierarchie der Turianer integrieren, um ihre Wirtschaftsgüter gegen den militärischen Schutz der Turianer einzutauschen. Irune, die Heimatwelt der Volus, liegt außerhalb der normalen Lebenszone ihres Sterns. Die Hochdruck-Treibhausatmosphäre dieser Welt bildet die Grundlage der dortigen Biochemie auf Ammoniakbasis. Um mit anderen Lebewesen kommunizieren zu können, müssen Volus deshalb einen Druckanzug tragen. Die Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre vieler anderer Welten ist giftig für sie.
und der geringe Luftdruck auf den meisten von anderen Spezies bewohnten Planeten bringt ihre Haut zum Platzen. Die Volus sind in Stämmen organisiert und verkaufen Grundstücke und sogar Stammesmitglieder, um ihren Reichtum zu mehren. Der daraus resultierende Kulturaustausch hat sie zu Experten in allen Wirtschaftsfragen gemacht. So waren die Volus zum Beispiel die Urheber des einheitlichen galaktischen Bankenwesens und agieren weiterhin als Überwacher und Lenker der Citadel-Ökonomie. Ja, wie gesagt, die tragen diese komischen, ziemlich beschissen aussehenden Anzüge, weil sie auf so einem beschissenen Planeten entstanden sind, dessen Atmosphäre keinem anderen Planeten der Welt gleicht, des Universums, meine ich. Oder zumindest einem Bekannten, weil sonst würden sie ja das nicht so mega thematisieren hier gerade in diesem Eintrag. Dass sie praktisch dauerhaft in diesen Anzug gepresst sein müssen, weil wenn man den Anzug abnehmen würde, würden sie platzen. Ja, ich weiß nicht. Schon ziemlich bitter. Und wie gesagt, ich finde die auch nicht sonderlich sympathisch und keine Ahnung. Ja, die meisten davon waren unhöflich, die mir begegnet sind. Ich komme mit der Rasse irgendwie nicht klar. Aber wie gesagt, die meisten dieser Rassen, die da jetzt vorkamen, mag ich. Manche sind halt einfach willkürlich und vollkommen unscheinbar. Und andere sind einfach nur dumm, kacke und nervig. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung äußern, was ihr zu den Nicht-Ratsvölkern sagt. Wie findet ihr die Rassen in Mass Effect vielleicht verglichen mit anderen Sci-Fi-Universen? Das ist ja immer so ein bisschen so eine Thematik von diesem Format hier. Ja, dann sag ich mal, dann sehen wir uns dann im nächsten Part von Mass Effect 3, der Codex mit den Alien-Ratsspezies. Ciao, bis zum nächsten Mal.